Wie klug ist es, einen Film ausgerechnet mit einem Sonnenuntergang zu beginnen? Doch wo, wenn nicht hier? Wo die Sterne der Nacht den Morgen mit so einer Hingabe ankündigen. Wann, wenn nicht jetzt? In diesem Film über Namibia. Die Namib-Wüste gehört zu den schönsten Wüsten weltweit. Sie grenzt unmittelbar an den Atlantik mit seiner eiskalten Benguela-Strömung an. Diese kühlt die Luft derart stark ab, dass sie kondensiert und in den Morgenstunden teils dichter Nebel vorherrscht. Nebel bedeutet Wasser. Und wo Wasser ist, ist Leben. Der nachtaktive Palmato-Gecko kommt nur hier in der Namib-Wüste vor. Er überlebt die extreme Trockenheit, da er sich kondensierte Tautröpfchen von den großen Augenflächen lecken kann. Für die kleine Sandechse gibt es hier so gut wie keine Deckung. Daher hat sie die Fähigkeit, aus vollem Lauf heraus in den Sand zu tauchen. Ihre schaufelartig geformte Schnauze ist dabei sehr nützlich und die kleinen Sehschlitze an den Augen helfen, das grelle Licht abzublenden. Alles an einem Chamäleon ist eigentlich für ein Leben auf Bäumen ausgerichtet. Das Wüstenchamäleon lebt jedoch auf dem Boden. Nach Sonnenaufgang verfärbt es sich dunkel, um mehr Wärme aufzunehmen, damit es beweglicher wird. Wird es zu heiß, färbt sich das Reptil wieder hell. Da Bäume fehlen, werden die zangenartigen Füße nun dazu verwendet, nicht zu tief in den Sand einzusinken. In der Namib leben auch sehr giftige Tiere. Die Zwergpuffotter ist eine sehr kleine Schlange. Tagsüber sucht sie Schutz unter Büschen und in Sträuchern. Sie kann sich geschickt eingraben, um auf Beute zu warten.
und ihr Gift löst beim Menschen sehr starke Schmerzen aus, die tagelang andauern können. Der Skorpion Parabutus villosus ist ein sehr giftiger Skorpion, der sein Gift injizieren oder verspritzen kann. Er gehört zwar nicht zu den giftigsten Skorpionen, allerdings ist die Giftmenge so groß, dass sie auch dem Menschen gefährlich werden kann.